So, was geht, meine Freunde? Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog bei mir. Ich bin ein bisschen kaputt, ey. Ohne Witz, heute Morgen um 7 aufgestanden. Ich zeige euch gleich, wieso. Und ja, viel zu tun gab die letzten Tage. Jetzt, wie gesagt, Semesterferien, aber viele Aufgaben haben sich angestaut. Und ja, jetzt fahren wir gleich auf einen Familiengrill. Und von dort aus geht's dann zu Trade Night von German Trading Card. Ich hoffe, einige von euch dort anzutreffen. Und ja, bleibt auf jeden Fall dran. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Sehr, sehr cool, dass so viele Leute da immer am Start sind. Schreibt einen Kommentar, wie ihr es fandet, was war der beste Trade, was fandet ihr geil, habt ihr Bock auch mal zu kommen, ist einfach geil mit euch zu interagieren, hilft mir natürlich auch den Kanal, sag ich mal, größer zu machen. Und ja, wenn ihr auch Bock habt, was von German Trading Cards zu kaufen, ihr wisst, Link in der Videobeschreibung, könnt ihr was kaufen, unterstützt mich dabei. Und ja, am Ende des Videos losen wir den Gewinner vom 500 Abo Giveaway aus, also guckt euch auf jeden Fall das Video an, enjoyt, bleibt dran und viel Erfolg, viel Glück an alle. Und ja, habe ich was vergessen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, enjoyt das Video. Habt einen entspannten Sonntag und wir sehen uns gleich. Hier seht ihr, wollte ich noch ein kleines Reel oder TikTok morgen machen mit den neuesten Mail-Day-Karten. Hier, die ganzen anderen Karten müssen noch eingeräumt werden. Sonst, ja, bin auch morgen um 7 aufgestanden, um das noch alles zu machen. Alles riesen Sale gemacht, alles rausgegangen. Hab gehofft, es gehen ein bisschen mehr 1-2 Euro-Karten raus. Aber ja, einiges rausgegangen, weil man muss einfach dazu sagen, ich trade ja sehr viel, aber viele Karten, die ich hole, sind auch durch Kauf, weil man halt bei manchen Karten einfach Cash reinwerfen muss, wenn man so krasse Karten will, keine Ahnung. Keine Ahnung, man will hier Tatum Rookie of 50, so Karten kriegt man als Chase, man kriegt halt so Karten oft auch nur mit Cash und deswegen muss ich auch immer wieder was verkaufen, weil ich glaube, mein Budget ist tatsächlich geringer als den meisten von euch. Und die letzten 2 Wochen habe ich sehr, sehr viel ausgegeben, auch, also tatsächlich mehr, als ich verkauft habe. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich jetzt seit 2 Monaten kein eBay benutzen kann. Ist natürlich ein bisschen bitter, aber das kommt jetzt auch wieder, gerade für die kleineren Karten. Und ihr müsst auch verstehen, dass ich halt manche Karten, wenn Leute mich anfragen, einfach nur verkaufen kann, wenn ich selber für die Karten viel Geld ausgegeben habe oder wenn die halt sehr liquide sind. Wie gesagt, ich brauche das Geld, also mein Content lebt davon, dass ich auch verkaufe, sonst kann ich diesen Content gar nicht so halten. Und wenn auch mal eine nächste Woche kommt auch nochmal sehr viel und wenn es dann auch mal eine Woche gibt, wo ich vielleicht mehr verkaufen muss und gar nicht so viel holen kann, hoffe ich natürlich, dass ihr trotzdem die Mail-Days guckt. Wenn es nicht jede Woche 4.000, 5.000 Euro an neuen Karten sind und komplett kracht, das ist natürlich gerade hier in Europa, geht es gar nicht, weil ja, da fehlen noch einfach die Karten und ich habe halt natürlich auch nicht unbegrenzte finanzielle Mittel, ich habe es jetzt auch gemerkt. Aber ihr feiert ja auch die anderen Formate und wie gesagt, wenn man Mail-Day nicht komplett reinkracht, weil ich gerade irgendwie mehr verkaufen muss, ich muss natürlich immer so ein bisschen ausbalancieren, alles ist klar, sonst wenn ich dann nur ausgeben würde und wenn ich jede Woche mehr ausgeben würde als einnehmen würde, dann wird es innerhalb von 2 Monaten zusammenbrechen und es muss natürlich nachhaltig und für alle cool gestaltet werden, deswegen kurzer Talk am Rand und mir tut es auch immer voll leid, wie gesagt, wenn manche fragen und dann wollen sie traden und dann haben sie nichts Interessantes für mich. Ich muss natürlich auch immer gucken, dass ich Karten zurückbekomme, die für mich gut zum Traden weiterverkaufen sind oder die ich selber geil finde. Ich kann da nicht immer alles nehmen. Ich versuche es ja schon oft, weil hier sind halt viele Karten für euch dabei, die für euch PC sind und ich nehme dann halt was in Return, was ich dann einfach weiter traden, verkaufen kann und deswegen ist es ja schon immer ein bisschen euch entgegenkommen. Dafür brauche ich halt aber auch einfach Karten, die dann fair gevalued sind, die dann leicht für mich liquide halt sind und dann tut es mir mal leid, wenn ich zu Leuten sagen muss, dass sie nichts für mich haben und dann halt aber auch kein Geld ausgeben wollen. Ne? Also ich meine, wenn ihr nichts zum Traden für mich habt, die meisten wissen es, ich versuche da immer was zu finden. Ne? Wenn ihr halt nichts da habt, manche Karten verkaufe ich halt auch nur, weil ich halt auch den Cashflow brauche. Und dann könnt ihr natürlich auch immer die Karten kaufen. Aber wenn das halt auch, dann wenn ihr dann sagt, ihr wollt auch die Karte nicht kaufen, wollt ihr halt unbedingt haben, aber ihr habt nichts Gescheites für mich in Return, tut es mir immer voll leid, wenn ich den Leuten dann absagen muss. Passiert aber auch, ne? Also das kommt nicht jeder Deal zustande. Auch wenn ich sehr viel Deals mache und die Leute wissen, mit mir ist eigentlich easy zu dealen und es kommen viele Deals zustande, nicht jeder kommt zustande. Und ja, jetzt würde ich sagen, mache ich den Insta-Post noch und mache meinen Koffer und dann sehen wir uns gleich. Also wie immer das gleiche bei mir, Koffer ist voll. Ich habe noch keine NFL-Karten außer die Max hier drin und die paar Slabs. Bin wieder zu spät, also wie immer, also nichts Neues. Versuche noch ein paar Karten hier einzupacken. Das nicht nur Hochklassige, weil viele, ich meine, es gibt viele, die so High-End sammeln, es gibt aber auch viele, die Low-Mid-End sammeln, deswegen, ich mag immer, wenn ich für alle was dabei habe und jeder Spaß hat beim Durchgucken, deswegen sehen wir uns gleich on the road, also beziehungsweise ich gehe jetzt noch aufs Familienevent und danach. Es hat sich rumgesprochen, dass ich was mit Karten mache, deswegen werden wir hier
Pokémon-Karten gezeigt und ich muss sagen, welche gut sind. Sehr nice. Die Jugend schon am Pokémon sammeln. So Leute, Familien-Event quasi over, also beziehungsweise ich bin jetzt gegangen und mache mich jetzt auf den Weg zu Trade Night. Braucht von mir 1:20, also schon wieder eine heftige Strecke, muss noch tanken. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Was geht Leute, wir sind angekommen, aus dem Auto ausgestiegen. Der Nick, der kleine Suchtbolzen, hat mich schon die ganze Zeit wieder angerufen. Hab auch davor 1000 Mal gefragt, wann ich endlich da bin. Weil der, okay, er muss sagen, Ehrenmove, der hat sich nämlich eine Obsidian gekauft mit meinem Link. Erstmal Ehrenmove deswegen und zweitens, weil er die erst öffnet, wenn ich da bin, dass wir es ins Video gleich machen können. Aber der Junge ist heiß wie Frittenfett, der hat so Bock, das Ding zu öffnen, die Finger kribbeln. Deswegen beeile ich mich jetzt, bin gleich da und viel Spaß. Der Mann ist heiß, wirklich heiß. Der Mann weiß, was mein Jokic wurde und der Mann auch und er will sie haben. Und es ist scheiße. Willst du doch nicht mehr? Er ist wieder raus. Oh, das klingt gut, das klingt gut. Er hat die letzte Kopf nicht angeguckt. Das klingt gut. Ja, viel los hier, wirklich. Auf der Kirmes. Ich glaube, das wird nichts mehr, Bro. Aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen, gell? Müssen die Amis ran, sagst du? Oder die Chinesen, die sind auch krank. Einer von beiden, aber du hast es abgemacht. Bro, ich wollte ihn. Ich schwöre, ich habe ein paar Mal gesagt, dass sie zu dir geht. Die wird irgendwie vielleicht auf den Weg zu mir finden. Bro, wir gucken, was wir machen können, auf jeden Fall. Hier, okay. Mann, was hast du dir gerade gegönnt? Max Frisky auf 8 Black Gold Auto. In den letzten 2 Tagen haben mich ungelogen 2-stellig Leute nach Max Frisky gefragt. Und der Mann ist direkt am nächsten Hype Train drauf. Ja. Geil. Was öffnen wir jetzt? Obsidian. Was ziehen wir? Was ziehen wir? Paolo Banchero. Ja, richtig, richtig. Okay, okay. Valentino, da du der Profi bist, okay? Du bist wahrscheinlich der Pack-Opening-Profi hier, der nicht hier arbeitet, sag ich mal, offiziell. Inoffiziell. Welche 2 Autogramme ziehen wir? Sag mal 2 Spieler. Banchero, ganz klar. Ja, ja, klar. Taylor Williams. Ja, nicht so ganz toll. Nee, es wird ein Tai-Tai werden. Aber ist okay, nimmst du doch, oder? Banchero und Tai-Tai. Das sind doch 2 Autos, oder? Ja, easy. Okay. Also 3 Base erstmal vorne. Johnny Davis. Oh, aber gar nicht so schlimm, oder? Wir sind wieder. Christy Base. Ja, Christy geht. Okay, jetzt müssen wir hier. Ich heb 3 hoch und du machst. Als Christy Lake. Mach mal dazwischen den Filler. Warum bist du ruhig hier? Oh. Nicht gucken. So. Okay. Die Max Christy ja, Base. Ja, so ist gut. Okay. Penguin Base. Ja, Gajovic. So, jetzt 2-mal von hinten numbered. Komm schon, irgendwas Geiles schon. Ah. Was ist die? 75. Noch ist gut. Ist okay. Kann man machen. Grün ist auf 5? 25. Oh, 25, oder? Oh, ich spüre ein Patch. Da ist kein garantiertes Patch drin, also könnte RPA sein. Oh ja, er sagt, er spürt ein Patch. Bist du gerade aufgeregt? Ja, schon. Machen wir erst Auto oder erst Patch? Erst Patch. Erst Patch? Echt? Erst Patch. Okay. Erst Patch. Oh Gott. Komm schon. Ist ein gutes Team. Querformat, Alter. Zeig uns ein gutes Team. Wer ist das? Nell. Nikhil Alexander. Nee. Warte, wer ist NEL? Och nee. Oh, AJ Liddell. Auf 99. Da war ich ja gar nicht so weit entfernt vom Tai-Tai. Komm, grün, warte. Warte, wer könnte grün sein, wo hittet? Tatum. Hat der, unterschreibt der? Ja, der unterschreibt. Bootchamp, nach der Summer League wäre okay. Nach meinem Auto, aber grün, Rookie, ich weiß nicht. Mach langsam. Lass uns raten. Celtics. Wahrscheinlich Celtics, ne? Warte. CB auf 149. Bootchamp, es ist dieser Bootchamp. Ja, nee, ist das nicht. Nein, was ist das? Ach du Scheiße. Aua. Brian Scalabrini. Wir wollen sie verklagen für die Box, wirklich, Meister. Für die Box wird es eine Klage. Ist kracht. Ey, freche Friese. Ja.
Mein erster Deal, der Nick hat die ganze Zeit drauf gewartet, er kriegt die Hardy und der hat mir extra zurückgehalten. Die ist geisteskrank, die Karte, wirklich. Ich bin so auf dem Hype-Feld von diesem Spieler, ey. Meister, danke. Guck mal hier, einen sehr, sehr netten Zuschauer. Kriegt die Edwards, die Kobe, sehr, sehr coole Karte, hat noch einige nachgefragt. Die Morant, die feiere ich wirklich auch. Ich finde die echt schön auf 99. Und die Ivy ist wieder weg. Viele haben nach der Karte gefragt. Ich habe sie tatsächlich für Einkaufspreis weggegeben. Die ist sehr geil. Die hat auch super viel Potenzial. Ich glaube, die ist geil. Wir kriegen eine schöne Scotty Jersey Number, ein paar kleinere Karten und Cash. Faust drauf. Danke dir. So, der nächste Deal, zwei Sekunden später. Wir geben ein schönes Lot ab Trey Jones. Da haben einige mich schon darauf angesprochen, ob man in den investieren sollte. Dann eine Tatum, die ist super, super clean. Tatum Rookie geht immer. Aber sag mal, Tobi, wieso jetzt Trey Jones? Jetzt, wenn Manjana spielt. Also ist schon so ein Hype-Ding einfach, ja, ne? Das ist jetzt ein Gamble, ja. Mal gucken. Aber ich meine, du kannst ja nicht viel verkehrt machen. Die Karten kosten ja nicht viel, eben, ne? Eben. Als ob der jetzt von 25 auf 15 droppt maximal und so. Ja. Und wir kriegen eine schöne Halliburton, die ist auf 20. Und ein Jabari Smith Auto auf 99, wieder Fresh Paint. Jemand hat mich letztens gefragt, ob ich das ganze Set machen will, weil ich die ganze Zeit mir die Karten hole, weil ich die so geil finde. Der hat ja ganz gut gespielt in der Summer League, ne? Ja, auf jeden Fall. Und der hat einen coolen Satz gesagt, so, hast du es mitbekommen, wo er meinte irgendwie, jemand, ein Reporter hat ihn gefragt, warum er Summer League spielt als Nummer 3 Pick. Da meinte er, ich habe letzte Saison waren wir irgendwie 22-60, ich habe keine gute Performance gemacht, wieso sollte ich kein Summer League spielen? War ich eine gute Einstellung. Post drauf. Danke dir. So, Team mit Sascha, wir kriegen ein sehr schönes Anthony Edwards Auto auf 199. Und der Mann kriegt die MB, die haben wir gerade neu. Wie immer, ein geiler D-Meister, danke. Guck mal, direkt der nächste Team mit Sascha. Die Caruso auf 10 geht. Wir kriegen die zwei Autos. Sascha, der Mann, ihr kennt ihn alle, er will nicht im Video sein. So, wir geben die DK direkt wieder ab. Was, sag es. Und die Pierce. Ich hab gesagt, gib mir irgendeine Karte drauf, er hat einfach die drauf gegeben und Cash. Sehr cooler Deal. Nices Trikot, alles richtig gemacht, geil. Komm, warte mal. Also ich schätze sie bei 150 eigentlich. Scootybox? Okay, was kann da drin sein, Patrick, nochmal? Alles mögliche. Da können irgendwelche National Treasures On-Card-Autos von Shaq und so. Okay, das ist gut. Es war sehr... Ich hab hier auch eine PSA rausgezogen. Das muss nichts heißen, ich hab hier keinen Vergleich. Ja, komm, wir gucken, oder? Was soll's? Nicht da drüber. Warum hat denn die Boxen kaputt? Ich hab noch Ringmüll, was soll ich denn damit machen? Habt ihr erst mal gesehen, was du für eine One-Box kassierst? Ja, ich hab's gesehen in der Facebook-Gruppe, ne? Ja, ich hab's gesehen. Ich hab ein ganz kleines Loch reingemacht. Ins Gesicht geschnitten. Für die Folie kriegst du vielleicht auch 5 Euro, wer weiß. Ja, hey, die, diese aber schöne Karte. Was ging die? Gibt's aber die One-Box? Ich sag, 40 Euro oder so, ne? Alles auf Cam. Lukas, hau wieder einen raus. Ein fettes XD gewesen, Lukas, ne? Alle haben gelacht. Geht schon wieder gar nicht auf. Schon nee, wieder da unten ist ja noch eins. Deck das jetzt doch drüber. Das hier unten noch ein. Hast du schon mal Boxen aufgemacht? Lass mal einen Valentino ran. Das ist ja eher dein Metier. Muss ich spiel die Karte schon. 3,2K. Geht dann halt aber Slotty. Aber nur deine eBay-Preise nach China. Die Hit-Parade. Oh, sieht man da schon was dann? Nee. Normalerweise gehe mit deinem Finger rein. Wenn du so einen Case fühlst, dann weißt du, es ist Case. Okay. Wir sehen nichts. Das sieht geil aus irgendwie. Ja. So, ihn wieder rauskriegen ohne. Wenn du was Dünnes fühlst. Nein, oder? Dann musst du sie rausziehen. Mach doch nur das Ding. Ja, ich will das. Ich will das. Ah. Yes. Komm schon. Snack. Ja, Glückwunsch, schon mal gut. Sehr gut. Glückwunsch. Komm schon. Das ist unten, ne? Würde ich mal behaupten. Oh, gut. Spannung, Alter. Wir müssen raten, wenn ihr die Hairline seht. Das ist Revolution. Oh, Gold? Das ist nicht gut. Warte. Wer ist er denn? Warte, LaMelo? Wer ist er denn? Warte. Hä? Was ist das, hä? Warte, OG Ananobi? Oh Gott, Digga! Bruder! Warte, nein, warte. Ist Ant-Man? Nee, ne? Moment, eins weiter runter.
Giannis. Giannis. Nein, das ist SGA. Das ist SGA. Auto, come on, on-card. Das ist alles Rookie, ne? Das wäre okay. Das wäre okay, das ist okay. Das ist okay. Ja. Das ist doch Rookie, oder? Das muss Rookie sein. Ja, ist Rookie. 18? Ja. Ist Rookie? Ja. Safe, gut. Ja, okay, das nehme ich. Die könnte locker 2,50 gehen. 250.000 meinst du? Ja. Das ist die Rente. Aber das ist eine schöne Karte. Ja, sehr gut. Darin. Hier, guck mal, die schöne Quickly mit dem super chinesischen Grading. Sehr geil. Post drauf. Danke. So Leute, wir geben tatsächlich zwei dicke Karten ab. Da ich einige geile jetzt habe und der Mann die auch übelst nice findet, geben wir sie ab. Plus die Brady. Und wir bekommen ein dickes Lot. Einfach ein paar nice Karten, Lawrence. Von allen was dabei. Jefferson, Trevor, Kenneth. Ihr seht einfach ein paar. Shit. Sorry, ein paar liquide Karten, ein paar coole Karten. Die ist echt geil. Die ist echt geil, die Karte. Der Effekt ist mega. Lamar, da ist ja wirklich jeder Spieler dabei eigentlich. Der geht. Brees Hall. Dieses Parallel feiere ich auch echt krass. Chris Olave, Justin Fields und eine Tour. Rookie, ne? Ja, Rookie auf 99. Cooler Deal. Der Mann macht auch YouTube jetzt. Check gerne die Videos aus. NFL-Content, sehr korrekt. Also an unserem Bengals-Fan, geht Higgins. Dann einfach der geilste Patch ever. Und eine schöne Chaser 50. Und wir bekommen die, stellt euch mal vor, das wäre Lamar Jackson oder so. Alter, die Karte ist doch nur geil vom Effekt. Eine schöne Dotson, eine Wilson, eine Jameson, eine Tua, eine Fields und noch eine Fields. Easy deal, wie immer. Danke dir. Guck mal, den Übeltäter. Er dachte, ich mach Selfie. Harter Hund, der Mike, wirklich, ey. Du hast 10 Sekunden Vega zu promoten jetzt. So, der Mann wollte die Jabari, dann haben wir uns hier ein Lot zusammengesucht, einfach ein paar Karten, dass der die bekommt. Einfach ein paar coole Spieler. Alle selber gezogen, ne? Ja. Einiges ist da geöffnet worden hier. Paslam, Nowitzki. Upsala. Boah, die ist echt cool, die Morant irgendwie. Die hat was. Dam. Heißer Deal. Hier deine Karte. Wir machen jetzt noch ein bisschen PSA-Submission mit dem Man. Hier, der Mann hat noch zwei Karten gekauft. Oder zwei Deals, ne, sogar. Zwei Deals. Zeigen wir dann, weil ich Handy war leer. Der Mann hat auch noch was gekauft. Hier mit der schiefen Kevokta deinem Eck. Und ja, mit dem Schlimmster überhaupt habe ich einen Deal gemacht. Der hat mich so abgezogen, der Mann. Wenn ihr den seht, lauft. Nein, eigentlich voll der Liebe. Harte Aussortierung. Was schicken wir ein, Patrick? Tatum. Ja, die werden einfach so gut sein, die Celtics. Brown. King, der spielt echt, der ist echt im Hype gerade auch. Trevor geht immer. Noch der Trevor. Justin Fields, die beiden gehyptesten Quarterbacks. Mahomes auf 75. Ach, die Maxi auch? Ja. Und dicke halt natürlich die Ant-Man. Ja. Gutes Submission, 10 Karten wieder. Nummer 4, ich habe immer noch nichts gesehen von PSA. Bis jetzt habe ich sehr viel Geld bezahlt dafür. Nächste Woche. Montag, ihr habt's gehört, Montag. Hier zu später Stunde, Deal mit dem Chef. Der ist grantig. Was? Ja. Ja, ich weiß, weil es Huckmann ist. Oh ja. Die nächste 1 auf 15. Was geht, meine Freunde? Es ist Sonntag, Vormittag. Erstmal ein Schlückchen. Ich komme 6 Uhr daheim, wieder viel zu hardcore. War auf jeden Fall wieder sehr geil, sehr erfolgreich. War sehr, sehr viel los diesmal, was natürlich sehr nice war. Cool, dass so viele von euch gekommen sind. Einfach ein schöner Tag, entspannter Abend, langer Abend, geiler Abend. Und ja. Hocken hier natürlich, hier ist ein Lot von Patrick, einen Numbered Lot haben wir getradet für eine Karte, er hat keinen Bock auf so viele kleine. Und natürlich, Alter, wieder, ist so krass, ich wollte eigentlich, guck dich das mal an.
alles voll, legit alles voll mit geilen Karten. Ich wollte legit langsam machen, weil ich irgendwie müde war auch gestern. Aber dann hat sich ein die nach dem anderen ergeben. Die Leute haben gewartet, bis ich da war, haben schon Karten im Auge gehabt, was natürlich auch geil war. Peace an euch, war wirklich mega geil. Jeden Einzelnen, mit dem ich gequatscht habe, getradet habe wieder. Es war wieder einfach geil, ein entspannter Abend, die Leute zu sehen, wiederzusehen, neue Leute kennenzulernen. Ihr kennt es, einfach geil. Und ja, jetzt würde ich sagen, bleibt dran und dann machen wir noch die Gewinnspielauslosung. Und wenn ihr wollt, dass ich euch alle Karten zeige, die hier drinnen sind und da in einem Video, dann lasst gerne einen Kommentar da, schreibt es mir in die Kommentare. Dann machen wir am Dienstag, in 2 Tagen, nochmal ein Recap-Video oder halt die Woche, wie es passt. Ein Recap-Video und zeige euch alle Karten, die ich erbeutet habe. Also lasst Like da, lasst ein Abo da und schreibt es in die Kommentare, falls ihr es sehen wollt. Und jetzt viel Erfolg an alle im Gewinnspiel. Ich gönne es jedem Einzelnen, ob es jemand ist, der schon seit Anfang an dabei ist oder jemand, der neu auf meinen Kanal gestoßen ist. Wird auf jeden Fall nicht das letzte geile Giveaway sein und viel Erfolg an euch alle. Was geht, Leute? Da sind wir wieder. Jetzt machen wir zum Abschluss des Videos. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Vlog. Machen wir noch das, die Auslosung zum Giveaway. Erstmal vielen, vielen Dank, wie viele Leute da einfach teilgenommen haben, wie viele Leute nette Kommentare geschrieben haben. Es waren ein paar legendäre Kommentare dabei. Die blende ich euch ein. Der eine hat nur geschrieben, Box. Einfach nur Box war seine Antwort. Kurz und knackig. Der eine hat geschrieben, er würde sich x-beliebig viele Penny-Sleeves davon holen. War ich witzig, ey. Musste ich lachen bei den zwei. Aber der Rest auch einfach schöne Kommentare, Feedback, Motivation, nette Worte. Deswegen Liebe raus. Ich war in der Klausurenphase und ich habe in der Zeit und ich habe echt Tage gebraucht, um alle Kommentare zu beantworten. Ich glaube, ich habe jetzt alle. Wir gucken jetzt mal gleich offiziell, wie viele Leute denn teilgenommen haben. Kurzes Mikro ein Stück hoch. Ja, lasst auch wieder gerne ein Like da, ein Abo da. Mich sehr freuen. Road to 1K ist on. Wir haben die 600 Abos ja geknackt. Deswegen heißt es, gibt die Karten oben drauf. Dann gibt es den Gutschein und die Box. Leider haben wir die 250 Likes nicht geknackt. Ganz knapp, es war wirklich knapp. Es waren 224 jetzt, was ich geguckt habe. Ich habe einfach 250 gesagt, ich wusste nicht, was realistisch ist. Wie was haltet ihr davon? Wisst ihr immer, ich bin easy to deal with, auch für sowas. Wir geben die, ich nehme die mit bei der nächsten Cardshow und ich gebe die einfach einem Kid, also einem Kind, das da ist und der macht die dann auf und freut sich. Was haltet ihr davon? Ich denke, das ist ein fairer Deal, oder? Weil wenn ich ihnen immer was sage und es nicht einhalte, dann glaubt mir kein Mensch mehr. Deswegen, wir haben es klappt nicht geschafft. Nächstes Mal knacken wir safe das Like-Ziel. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich meine, haben über 1400 Leute gesehen, das Video. Da schaffen wir auch 250 Likes nächstes Mal. Deswegen würde ich sagen, die Box legen wir zurück und nehmen die zur nächsten Show mit und geben die dem Kitty und es freut sich, mal einen eigenen Blaster öffnen zu dürfen. Die anderen Gewinne, der Gutschein, die Megabox und die Karten gehen jetzt an einen von euch. Ihr seht es wie immer, live, no fake, ich gönne es jedem Einzelnen, wie schon gesagt. Ich denke, das Video heute kommt ein bisschen später, weil ich bin erst um 6 nach Hause gekommen. Um 10 habe ich meine Freundin aus dem Bett geschmissen, bodenlos, wirklich bodenlos. Und dann ein bisschen vor mir hin vegetiert und dann auch ewig gebraucht, immer die Dateien hochzuladen, die ganzen einzelnen Videoclips und so, es dauert immer so ewig. Aber natürlich haue ich es heute noch raus. Das Angebot bin ich da ziemlich am Hasseln. Und ja, dann würde ich sagen, wir klicken mal da drauf. Replies, das bin ja ich. Duplicates aus. Continue. Und dann gucken wir, wie viele Leute denn teilgenommen haben. Insgesamt haben dann 173 Leute teilgenommen. Warte, wir gucken nochmal. Ob wir richtig an. Das ist das Video. Dann, warte, wir machen es ganz offiziell. Wir kopieren hier. Dann gucken wir nochmal, ob das stimmt. Nicht, dass irgendwas schief läuft. Include Replies aus. Continue. Und nochmal, dass das wirklich auch mit rechten Dingen zugeht. 173 wieder sollte passen. Ich wünsche jedem viel Glück. Egal wer gewinnt. Ich gönne es euch von Herzen. Wird nicht das letzte Giveaway sein. Deswegen macht die 1000 voll. Es werden weitere Giveaways kommen. Kauft über meinen Link ein. Dann ist German Trading Cards oder Max Patrick auch bereit, da geile Sachen immer mit reinzuwerfen. Das ist natürlich jetzt schon cool. Und ja, dann würde ich sagen, pick a winner. 3, 2, 1, viel Glück an alle. Dennis Weigel hat gewonnen. Krass, ey. Glückwunsch zu den 500. Der Gutschein würde direkt in ein Auto von Sharp fließen. Alter, da muss ich ja gönnen. Da muss ich ja gönnen. Natürlich, auf einer Seite natürlich nicht, weil er mir die Shane Sharp wegkauft. Auf der anderen Seite gönne ich natürlich, weil es auch die richtige Entscheidung ist, mit dem Gutschein in Shane Sharp zu investieren. Weil ich ja auch, ich habe eh schon einige Shane Sharp. Ich denke, da kann man eine abgeben. Also guck mal vorbei, vielleicht haben die Jungs ja was von Shane Sharp da. Dann würde ich sagen, Glückwunsch, ich antworte dir jetzt auf deinen YouTube-Kommentar.
Und dann schreibst du mir dein Instagram-Namen unter das YouTube-Kommentar. Also geh in das Video zurück. Geh in das Video zurück, wo das Giveaway stattgefunden hat. Und dann schreibe ich unter deinen Kommentar Glückwunsch und dann schreibst du mir gerade deinen Insta-Namen und dann kontaktiere ich dich unter dem Namen und dann schicke ich dir die ganzen Sachen zu. Auf jeden Fall Glückwunsch, sorry an die anderen. Nächste Giveaway wird kommen. Habt einen entspannten Sonntag, kommt gut die nächste Woche. Wir sehen uns, wir hören uns. Haut rein. Ciao.